Und damit einen wunderschönen guten Abend hier zum nächsten Spiel auf Speed Gaming Deutsch im deutschen Turnier. Ich bin Krawalltof und an meiner Seite ist Tantalus. Einen wunderschönen guten Abend dir. Hallo. Ja, und wie ich sehe, die beiden Runner sind schon fix unterwegs. Wir haben heute Quackerito gegen Mr. Navigator im Standard, denn die beiden sind sozusagen im Entscheidungsbracket jetzt. Hast du die anderen Spiele verfolgt von den beiden? Oh, den Bogen. Ja, vom Cracker Ritter. Das ist ja, der hat ja mit mir zusammen Liga gespielt. Aha, das ist sehr schön. Ich kenne Mr. Navigator schon lange. Passt das ja perfekt. Boss. Genau. Ich habe gerade mal nebenbei schon mal die Gruppe offen. Oh, schöner Start, oder? Bogen und Somaria. Genau, beide haben ja Dirt Bubble besiegt und gegen Bammel verloren. Das heißt, der Gewinner aus dieser Partie zieht weiter. Ganz genau. Aber schön zwei Progression-Items gleich am Anfang, die wo man zu 99% später im Seed noch braucht. Ja, und vor allem kein Bombenstart. Ja. Bomben ist das, was die Leute am wenigsten wollen. Oh ja. Also gerade die Keyword am Anfang. Die mit der Bombe zu treffen, ist lustig. Ja. Da sieht man schon, Quackerito guckt direkt sich Price Pack an. Ich glaube, es sah aber nicht nach Bomben aus. War nicht aufgepasst, was haben die Wochen gegeben. Ich habe auf jeden Fall einmal 5er Rupees gesehen. Achso, und natürlich nicht vergessen, an den Knöpfen der Trainee. Ja, der hier fleißig für uns mittrackt. Und direkt aufgepasst hat, so muss das sein. Rupees, okay. Nee, dann sieht es schlechter aus mit Bomben. Entweder kommt, wenn Small Magic kommt, oder ein Herz und danach eine Fee. Ja, oder da gibt es dann noch Price Pack, wo direkt die Bombe kommt. Ja, oder direkt halt die Bombe, aber dann hätten wir es ja gleich. Also. Ja. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch offen haben, wären die Ratten dann. Ganz genau, die Ratten könnten noch Bomben geben, wenn nicht heißt, noch meins. Escape. Aber mit den Handschuhen ist wir ja schnell dort, also das wäre jetzt ja das Problem. Also die Handschuhe liegen im Escape. Ja, und ich sehe auch schon, den Birne haben wir bekommen, Schild haben wir bekommen. Ja, sind ja gleich im Go-Mode. Ist wirklich so. Alles klar, eine Stunde fertig, kein Problem. Easy. Aber ich muss generell sagen, die Standard-Seeds alle relativ fix gehen. Meistens so 1,5 Stunden oder weniger sogar. Oh, also da sind die Bomben. Oh, okay, beruhigend. Erledigt. Dann muss jetzt keiner die Ratten töten. Ich würde sagen, Jungs, ihr könnt laufen. Der Quackerito ist auch ganz leicht vorne, aber es ist ja vielleicht eine Sekunde. Ja, das ist jetzt am Anfang noch nicht. Das kommt dann im hinteren Teil des Spiels. Wie dann Entscheidungen getroffen werden. Wer geht nach links, wer geht nach rechts. Ja, ich freue mich immer, wenn das Seed relativ offen ist. Ja. Ah, ich sehe auch schon, wir haben sogar Map-Check schon gemacht. Es gibt nichts Schlimmeres. Ist ein Green Pendant? Es gibt nichts Schlimmeres, wenn sich die Runner nur hinterherlaufen. Oh ja, vor allem für den, der hinterherläuft. Ja. Und es nicht weiß. Ja. Stellt sich nur die Frage, wird es heute wieder ein Agar-Seed? Auszuschließen ist es nicht. Ja. Ich glaube, die letzten Tage war ja auch wieder Agar sehr beliebt. Eben, deswegen haben wir heute wieder einen. Ich sehe gerade, Mr. Navigator hat beim Fall den Map-Check gemacht, auch nicht schlecht. Das erklärt sich jetzt die paar Sekunden, wo er dahinter ist. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, hätte er das nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich jetzt genau synchron. Ja. Ja, da hat die Ratte noch mal eine halbe Sekunde gefressen jetzt. Und das ist das Schöne vom Birnerstab. Also den im Escape bin ich ja absoluter Fan von. Ja, der ist nicht schlecht. Zwar ohne die Flöte. Also ich sehe, also entweder wir kriegen wirklich einen Jet-Seed oder er wird nach hinten raus richtig eklig, weil wir irgendwie den Eiswort suchen müssen. Ne, ist meistens so, am Anfang gibt er viel und am Ende sucht man. Also, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nee, weil man auch viel zu früh viel zu viel offen hat einfach. Nee, weil man auch jetzt dann
Ja, genau, dann weil zu viel offen ist und dann findet man die 2-3 Items nicht. Weil man immer die falschen Checks macht. Ja. Kenne ich nur zu gut. Oh, Sortlet wird ja auch gleich schon angestimmt. Ach, das wäre auch fies. Da lange suchen müssen. Ich meine, haben wir erst ein Match vor uns gesehen. Mit Fighter Sword in Gen Tower rein. Auch schön. Also ich habe nichts dagegen. Ich spiele gern Swordless. Ja, es kommt bei mir noch, es kommt. Bin jetzt gerade dran, das zu üben. Aber wenn du, wenn es nicht Swordless ist und dann du Fighter Sword und dann hoffen, dass du irgendwo ein Schwert findest, schon nicht schön. Ja, schon klar. Aber wie gesagt, wenn man dann nur den Hammer hat, das reicht. Ist halt nur die Hitbox etwas problematisch, aber sonst. Oh ja, das stimmt. Da müssen die beiden sich heute zum Glück keinen Gedanken drum machen. Oder haben gar nicht jetzt die Möglichkeit, besser gesagt. So, jetzt kommt der Map-Check. Ja, wurde nochmal bestätigt. Eastern ist Green Pendant. Und Desert und Hera sind die beiden Blue Crystals. Und ganz interessant jetzt, Navigator oben rum und Quackerito geht von unten, weil du verzichtest auf den Acker-Check. Also Quackerito will das vielleicht skippen. Ja, haben wir jetzt auch ein Turnier. Also ich kann das verstehen, du hast ja wirklich außer das Cape noch gar nichts für Acker. Kann man verstehen, wenn man sagt, okay, ich gucke erst wirklich, wenn ich es machen kann. Ja gut, man hat die Boots nicht. Man braucht auf jeden Fall die Boots, um das abzuholen. Und solange man die nicht hat, ist das ja... Ja. Sieht zumindest noch... keinem Acker sieht aus. Auf jeden Fall nicht, was die Ledge betrifft. Ganz genau. Da sieht man auch ein bisschen, Navigator war auch nicht so glücklich darüber. Vor allem, weil es bei ihm doch relativ lang gedauert hat dann. Ein Tree-Pull mit Feen, nice. Schön. Ja. Am Preis Feen wird aber besser. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das braucht keiner von den beiden. Nein, also ist natürlich nice to have im Hinterkopf. Ja, klar. Aber ich glaube, das spielt jetzt erstmal richtig ab. Drauf. Nein, auf gar keinen Fall. Es kommt immer sowas Schönes für mich, ne? So ins Dorf, jetzt kommen erstmal Items ohne Ende oder gar keine. Mal Bombas. Ja, den Bottlewender können wir gleich auch schon bezahlen, das ist auch gut. Ja, Geld ist erstmal genug da. Er hat nur 20 Rubine. Der hat heute nichts. Meinst du? Na, ist heute Abzocker. Hat aber dann für sich einen guten Wechselkurs. Ja. Oh, perfekte Position nochmal für Bomben. Genau, auf 0 und wieder 3. Ja, wie ich gesagt habe, ne, entweder kommen es richtig viele. Und es kommt einfach gar kein Item. Also jetzt außer Bombos. Ja gut, die hatten schon zu viel im Schloss. Das stimmt. Ich glaube, das ganze Schloss war ja wirklich vollgepackt. Nur 10 Pfeile. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schlimmer ist als die 20 Rupies oder nicht. Ach, ach, passt bei Karuta auch gut auf. Das ist schon fast 30 Pfeile haben, wären glaube ich die 20 Rubine besser gewesen. Das stimmt. So, noch 3 Checks fürs Dorf. Ja, und dann ist die Frage, wohin, ne? Ja, die Flöte, die macht die Welt schon etwas auf. Ja, und vor allem so schön schnell. Ganz genau. Ja, mit Herzen sieht es jetzt auch langsam ganz gut aus. Entwickelt sich.
Er wird langsam herzlicher, der Seed. Nee, Sinker denkt auch so, ihr habt noch nicht genug Pfeile. Genau. Pfeile kann man immer gebrauchen. Ja. Exciter-Pfeile kann man immer gebrauchen. Interessant, Krakowido kauft sich sogar noch mal Bomben. Ja, wobei macht Sinn, wenn man überlegt, was er doch braucht, wenn man sagt, das Wastegame brauchen wir eine Bombe, wir brauchen für Mini-Moldown Cave eine. Für Icewood Cave, ja. Ja, da findet er gleich etliche. Wenn er sie kauft, dann ist es meistens so. Ist wirklich so. Oder umliegen Pfeile, oder? Nee, oh, nach dem Boomerang. Eigentlich könnte jetzt Blindrinder, genau. Weil so wenig wie im Dorf war, muss da eigentlich schon fast was liegen. Das stimmt, irgendwas noch. Der Handschuh wäre nett. Zumindest schon mal der erste Teil für die Dark World. Erste Drittel. Genau. Oder mal ein Schwert, mal eine Waffe. Ja gut, ja. Also den Bogen halt. Ich finde immer Waffen gut, die halt nicht irgendwie Ressourcen verbrauchen. Also weder Magic noch jetzt Pfeile. Flüge, zu früh geflirtet. Konnte das Item nicht mehr einsammeln. Nee, aber ja. Hat auch keinen Nachteil, Navigator auch. Nee, aber man darf nicht zu früh auf die Flöte drücken, wenn man das zu früh macht, ja. Dann kann man das Item nicht mehr einsammeln. Das hat man sehr gut auch gerade gesehen. Und Mr. Navigator sieht auch, nee, er hat natürlich im Haus schon den Check gemacht. Ist mal von Open so ein bisschen gewöhnt. Ja, und jetzt ist er runtergelaufen, anstatt die Flöte zu benutzen. Ja, das kostet natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Sieht man jetzt hier auch ganz schön, der Unterschied. Und das Geld kommt gar nicht verkehrt. Das sind dann immer solche Kleinigkeiten. Denkt man dann immer nicht so dran mit der Flöte. Das stimmt. Gerade wenn die so früh kommen, ist man selten gewohnt. Überall hinzufliegen. So, ist ja Potenzial für ein paar schöne Items. Also irgendwas müsste ja langsamer kommen. Ja, ich sehe schon Progression der Eastern Area. Oh! Ein Hammer. Schön. Das ist echt der Hammer. Ja, der Navi so ein bisschen uneinig. Wie macht er jetzt die Moldown Cave? Ja, zwar nicht. Der andere hat sich da oben festgesetzt in der Wand. Ja. Ist auch selten. Ich hatte auch schon mal, dass die von außen in die Mitte rübergekommen sind. Sag mal so, was macht ihr denn hier? Sind aggressiv, die greifen an. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsspots, Icewood Cave. Haben wir so schön last located. Ja, oh, die Lampe. Ja, okay, dann natürlich Eastern jetzt. Komplett in Logik. Ich würde jetzt auf den Berg gehen, den alten Mann rausholen. Tatsächlich? Ja. Auch interessanter Wahl. Oh, und Navi lässt die Lampe erstmal liegen. Weil der wäre jetzt in Logik, der alte Mann, und oben der eine Check auf dem Berg. Sind zwar nur zwei, aber wenn da jetzt ein Spiegel oder so liegt, dann kann man auf dem Berg weitergehen. Das stimmt natürlich auch, ja. Ich sehe es, er ging natürlich Easter mit seinen 7 Checks insgesamt. Klar. Halt ein Gamble, jetzt mal auf den Berg zu fliegen. Ja. Oder, wie Mr. Navigator sagt, okay, erstmal Agina schicken. Auch so eine Last Location. Ja, es macht auch keinen Spaß, da hinzulaufen. Nee. Ewig weiter Weg und dann für nichts. Warten wir sich dann. Ja, wo sogar am Chat angeschrieben wird, dass der Red Marine auf Lake Julia liegt. Ich würde sagen, gibt es keinen Bumerang für die beiden heute. Aber dafür das Schwert für Quackerico. War schon mal nice auf
Und ja. Macht alles gleich ein bisschen einfacher. Aber das dauert wieder so lange, jetzt hier aus der Höhle wieder rauszulaufen. Safe und Quid wäre schneller gegangen. Das stimmt. So, Navi, mach das, was du angesprochen hast. Bin gespannt, ob dein genau. Gamble aufgehen würde. Genau, jetzt schauen wir mal. Er hat halt jetzt keine Lampe, normalerweise hätte er sie, aber normalerweise sollte man da auch durchkommen, auch ohne Lampe. Ja, ist natürlich mit dem Schwert deutlich einfacher. Stimmt, er hat ja kein Schwert. Das. Aber da, jawohl, die Magie ist blöd. Ich wollte gerade sagen, einen Sumaria-Block legen, damit kann man auch gut durchlaufen. Ja, oder mit Pfeilen finde ich es auch sehr gut, sich daran zu orientieren, wie der sich bewegt. Na, ich glaube, er müsste ja schon ganz links sein. Ja, wir wissen, die ist in Logik, aber er hat halt keine Lampe, hat sich die Lampe nicht geholt. Ja. Das ist jetzt traurig. Müssen wir uns doch noch etwas gedulden, was da drinnen liegt. Beziehungsweise was der alte Mann hat. Ja, schön, das ist natürlich jetzt der Vorteil in Quakerito, er hat die Lampe, er hat ein Schwert. Ja, wenn er hier jetzt nichts findet, dann ist er eh auf dem Berg. Also viel bleibt ja dann eh fast nicht mehr übrig. Was hat Jackson mit den Logik? Ja, sonst haben wir ja schon alles gesehen. Aber wie wir gerade sehen, wir haben die Lampe, wir haben den Umhang. Wir könnten auch was anderes machen, ne? Oh, stimmt. Agga ist schon in Logik. Oh. Aber doch, die Agga sieht. Und dann die Moonpearl auf der Pyramide. Oh. Ja, sieht fast so aus, ne? Also momentan. Außer natürlich, was noch eine Nummer wäre, wäre jetzt auf Green Pendant an die Moonpearl. Ist ja in Logik hier den Dungeon abzuschließen. Lampe. Deswegen. Bogen. Ah, es war schon ein bisschen rot. Ich dachte kurz. Ja, wenn jetzt die Handschuhe auftauchen, ist zumindest Sora dann noch mit in Logik. Ja, mehr wirklich nicht. Stimmt. Interessant wäre vielleicht noch der Hookshot. Den Hookshot könnten wir auf dem Berg weiter, ja. Oder halt der Spiegel. Deswegen, ja. Wären so zwei Items noch. Spiegel oder Hookshot machen den ganzen Berg auf. Ich bin auch gleich gespannt, ob Navi sagt, okay, ohne Lampe, ich schieße trotzdem Eastern ab und gehe out of logic. Weil viel hat er ja auch nicht mehr offen. Weil traurig, dass er das Eisrott-Cave geskippt hat. Ja, gerade mit dem Wissen, was da liegt. Ja. Er hätte damit jetzt auf jeden Fall schon den Berg fertig gehabt. Ja. Wenn dort was liegt, dann hätte er jetzt echt wahrscheinlich die Nase vorn. Ja, nicht unwahrscheinlich. Ist der Spiegel oder wirklich der Hookshot da oben gewesen wären, dann hätte er sich jetzt den ganzen Berg schon mal können. Ja, ich überlege gerade, ist jetzt eigentlich noch ein Item auf dem Boss? Das glaube ich weniger, dass er die Lampe isoliert. Weil wenn es jetzt echt ein Agassid ist, dann muss die Lampe auftauchen, dann muss er sie suchen. Weil dann geht es ja irgendwann immer weiter. Ja, schön. Und wie schon gesagt, ja, ist noch auf dem Boss, habe ich doch richtig gesehen. Boss ist eine Karte, Kompass ist schon da. Ein Item müssen wir noch haben auf dem Boss. Ja. Deswegen, was hat Navi noch? Er hat die Icewood Cave. Ja gut, im Berg die zwei Checks, aber ohne die Lampe ist es schwierig. Genau, also so gesehen einer noch auf dem Berg. In Logik. Ne, in Logik sind zwei, also das in der Höhle kann er auch holen. Ja, aber jetzt für ihn jetzt die Lampe. Jetzt so mit dem Equipment ist es eigentlich überhaupt, ich kann nur das eine holen, theoretisch. Deswegen. Das Gute ist natürlich, dass zwei Checks in Logik sind. Das Gute ist natürlich, dass er mit der Flöte relativ schnell bei Icewood Cave wieder ist. Sehen wir Isan selber nichts? Nee. Also Agga kommt immer näher. Ja, und konsequent direkt Green Pendant abgeben. Ja, ist logisch. Wenn man immer da ist, dann kann man es abgeben.
Oh, und Bugner, da freuen sie sich bestimmt. Ja, ich hoffe doch. Also, bitte. Besser ist nichts. Und jetzt haben jetzt, jetzt sehen wir auch den Vorteil mit Schwert bei. Ist natürlich viel angenehmer als die Dark Wolf bei Navigator. So schön kann der Berg sein. Bei Tag. Oh ja. Beziehungsweise mit Licht. Also entweder kommt da jetzt was, oder wenn wir wirklich einen Acker sieht, weil es sind ja nur die beiden Checks jetzt, die wir nicht kennen. Genau. Oh. Neuer Scheck. Das wird wieder immer lustiger. Ja, aber dann muss da jetzt auch bitte die Schaufel drauf liegen, auf der Schaufel der Pilz. Und dann darf die Moonpearl kommen. Nee, die Moonpearl ist schon auf der Schaufel. Schaufel ist der wichtigste Check im Spiel. Da ist immer was drauf. Wenn dann hat er höchstfalls einen Pilz und auf dem Pilz die Schaufel. Denn dann müssen wir es so rum machen. Okay, dann machen wir es so rum. So, was haben wir denn jetzt oben? Schon mal nichts. Auf dem Navigator wüsste, dass seine Lampe so nah war. Jetzt, aber jetzt hat er den Raum. So, jetzt noch das Powder checken und dann war's das, glaube ich. Ja, also für Quackerito Agina noch, ne? Genau, Agina war er noch nicht. Wie gesagt, er kann außer Logik die Wasserchecks machen, wenn da vielleicht jetzt noch was drauf liegt. Aber selbst wenn er jetzt im Moonpearl ist, müssen wir trotzdem Acker machen, weil wir keine Checks mehr haben. Wenn er auf den Wasserchecks vielleicht jetzt den Hookshot findet und hinter dem Hookshot und auf dem Berg noch was. Ja, okay, wenn da jetzt die Flippers kommen, ja. Nee, jetzt nur die Flippers, ich meine, außer Logik. Achso, ja, wenn er das macht, umgehen. Ja. Da sind oder sind sie wirklich? Okay, ah. Wassercheck, es geht weiter. Oh, ist das herrlich. Ja, es wird langsam das, lustig. Das ist wieder Commentator-Curse wieder, ne? War wieder mit Ansage, genau. Ey, da muss man sich erst wundern, das ist so ein ätzendes Gefühl. Weil, also wenn ich jetzt einer der beiden wäre, ich würde mir jetzt schon denken, ich laufe die ganze Zeit nur hinterher. Na gut, es ist ein linearer Seed. Da kann man nicht viel falsch machen. Und das auf jeden Fall. Du bekommst immer ein Item und dann geht's weiter. Und letztendlich wird's eh nichts bringen, weil du kommst eh bei Agar raus, schätze ich. Das glaube ich auch langsam. Es müsste ja jetzt wirklich schon zwei Sachen auftauchen. Also es kommt echt jetzt gleich der Spiegel in der Hookshot, dass es auf dem Berg weitergeht. Oh. Oder das Buch für Desert, wobei, nee, brauchen wir noch den Handschuh. Ja gut, mit dem Buch konnten wir erst zumindest schon mal reinschauen. Ja, okay, dann ist da drin der Handschuh natürlich. Oder die Boots. Dann haben wir nach oben wieder einen Check mit den Bonkrocks. Oh ja. Ich muss sagen, finde ich von Hobo ganz nett, dass er ein bisschen Geld mitgibt. So kann man jetzt wenigstens den Mafia-Boss bezahlen. Genau. Wenn er gütig ist, wirft man vielleicht ein paar Pfeile zu. Genau, Pfeile haben wir heute noch nicht gehabt. Außerdem, jetzt hat er nur 9 Pfeile, jetzt kann er welche brauchen. Stimmt, also jetzt würde ich sie auch nehmen. Oh, der Master sehr. Aber er checkt nicht die Fairy, ist auch interessant. Ich weiß ja auch nicht, was in den Flaschen ist. Ich glaube, die waren beide voll. Oh, und der Chat ist heute richtig nett. Die wollen die ganzen Pet-Seed schon sehen. Ah, Bomben. Oh, jetzt kommt der letzte offizielle Check. Ja, ich sehe jetzt den Check. Ich fühle schon den Hookshot. Oh, der spiegelt. Genau. Eins von beiden. Oder echtes Buch und dann im Desert der Spiegel oder der Hookshot. Oh. Dass es weitergeht. Na gut, aber das. Aber ich weiß, wir haben nichts mehr offen jetzt. Ist trotzdem unvermeidlich. Ja. Genau, Soraletsch waren Bomben, wenn ich richtig im Kopf hatte. Ja, da waren Bomben, 3 Bomben.
Ja gut, er hat jetzt Quackerito, glaube ich, Agina noch. Ja, und da geht er jetzt hin. Und dann war es das. Er ist dann durch mit seinen Checks. Ja, also ab haben wir einen Agar-Seed. Es sieht so aus, ne? Gut, da kommen wir leider nicht drum rum. Nee. Ja, wir sind schon bei Navigator ganz gut. Die Stimmung des Seeds ist für den Runner nicht so schön gerade. Problem ist nur, für ihn ist es immer noch kein Agar-Seed, weil er keine Lampe hat. Stimmt, er hat die Lampe noch nicht, ja. Dann wird er die wirklich als letztes holen. Aber wie gesagt... Oder? Holt er sich jetzt erst? Ja, ja, er geht jetzt. Holt er so, okay. Das wird ihn ärgern. Ja, alles im Dunkeln gemacht und dann... Tada, die Lampe. Ja. Jetzt sein Master-Schwert hat er auch noch nicht. Ja, das kriegt er ja gleich auch. In der Waterfall Fairy. Ja, da wird er dann auch die Wasserchecks machen. Ja, wenn er wie Quackerito macht, vor zu Hobo, hat er auch genug Geld für Zora direkt. Dann ist das auch alles sehr angenehm. Ja, hätte Zora jetzt mal ein paar Pfeile gegeben, ne? Ja. Jetzt hat er keine. Ja, Back of Escape haben sie gecheckt. Genau, das ist leer. Aber der Umhang, eine Karte und ich glaube Bomben oder Pfeile. Pfeile sind wahrscheinlich. Pfeile sind immer gut. Ja, sprich auch viel dafür, dass es Pfeile waren. War der Umhang dort. Genau. Nach einer Flasche war es auch okay, da war es Flasche, Karte und Gelb. Ja, aber man muss anmerken, unser Tracker on point heute. Der passt auf. Auf jeden Fall war eine Mittelkarte. Jetzt soll der langsam aufpassen, der Kriegerritter mit zwei Herzen zu Agar. Ja. Ist nicht lustig. Immer blöd getroffen und schon ist mir tot und darf nochmal den ganzen Climb machen. Ja, und das tut richtig weh. Ja. Oder packt auch direkt den Hammer aus, um auf Nummer sicher zu gehen. Genau. Hammer time. So, jetzt sehen wir den Check mit der Flasche. Eine Blue Boo. Ich glaube, da hätte sich der Kriegerritter jetzt drüber gefreut, wenn er die mitgenommen hätte. Auf jeden Fall. Oder hat er zwei Fortflaschen? Ja, eine Red Bull reicht ja auch eigentlich. Ja, jetzt am Anfang ist mit der Magie noch nicht so. Oder später im Spiel. Deswegen. Ich glaube, Mr. Navigator wird jetzt auch schon klar sein, dass es höchstwahrscheinlich ein Agar-Seed wird. Jetzt holt er sich noch Sachen im Pearl und dann geht es auch ab zu Agar. Genau, dann ist seine Map auch bis auf Agar rot. Immer gleich die Freude in seinem Gesicht sehen, wenn er weiß, dass es ein Agar-Seed ist. Ich hoffe es doch, also mehr als ein Sonnenstrahl will ich nicht sehen. Ja, ich würde sagen, du warst schon ein bisschen Freude bei, oder? Ja, okay, eine Moonpearl. Kommt man mit Leben, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall besser als unsere angedichteten Pfeile. Genau. So, Quackerito hat es so einer hochgeschafft. Haben wir heute? Ach. Also vier. Ich gönne ja vielleicht mal zwei, aber ich glaube so 5, 6 werden schon. Ich bin auf 4. So, Nummer 1 haben wir. Bye. Ja, Hälfte ist bei dir erreicht. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, das höchste können 15 Stück sein, ne?
12 oder 15, ich weiß es nicht genau. Wenn er braucht 6 Treffer? Obwohl theoretisch 3 könnten es auch unendlich sein, wenn er immer den Malner trifft zum Zurückschlagen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, in dem Fall wollte ich jetzt mal. Aber wenn sie immer treffen, wenn er immer nur einen macht. So, ich glaube, wir haben jetzt auch schon die 4 Stück gehabt, ne? Das ist jetzt schon 4. Ich war jetzt auf 3. Habe ich einen verpasst? Okay, ja. Vielleicht habe ich auch einen zu viel. Und da ist er aber auch schon. Aga sehr gnädig heute. Genau. Der dachte ich, wenn ihr schon so lange Reise hinter euch habt. Bestimmt haben wir jetzt die Pfeile auf der Pyramide. Oh. Na, wir sehen es doch nicht. Wir sehen es doch nicht. Oh, ein Herzteil. Etwas Liebe. Aber viel haben wir jetzt auch nicht offen. Wir können nach Pott. Und dann? Ach, ja, doch, Hype Cave unten noch. Ach ne, Catfish geht ja auch nicht. Die haben ja keine genau. Handschuhe. Es geht nur Pott. Aber Hype Cave. Also da kommen sie runter. Haben sie ja. Die Name stimmt. Nee, immerhin. Ja, runter. Entweder Hype Cave oder halt. Okay, es waren GG und Leaf bei Argas, waren 4 Stück. Das waren echt 4, okay, danke. Da habe ich einen übersehen. Also wenn ihr heute noch Lotto spielen wollt, ne, Tantalus gibt euch die Zahlen. Genau. Das habe ich den Map-Check gar nicht so schnell gesehen. Ah, ich habe gerade überlegt, warum geht Quackerito zurück, aber er hat kein Geld. Ach stimmt, 34 Rubine, schön. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Dann wohl doch erst Hype Cave. Ja, das ist immer so eine Sache, da schaut man immer nicht drauf. Dann steht man oben und dann... Ja, ich weiß nicht so... Ah, Mist, da war doch was. Ich dachte gerade kurz, er wollte doch irgendwo anders hin, aber ist einfach nur einen schönen Umweg gegangen. Einmal zum Ausweichen. Er hat auch nichts zum Stunnen, sonst hätte er mal schauen können, was der Stunpreis. Vielleicht wären es auch rote Rubine gewesen. Das stimmt, ja. Wir haben ja unsere Bumerange. Da kamen wir gar nicht dran. Nee. Wir haben es zwar beide gesehen, aber unerreichbar bisher. Ja, immerhin einer mehr schon mal. Das fühlt sich. Oh, der Handschuh, das macht Spaß. Und Hookshot. Oh, das ist doch mal eine Hype Cave. Jetzt wäre ich auf dem Berg. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde, heute hat die Hype Cave ihren Namen verdient. Ja gut, wie gesagt, ich will jetzt links laufen, würde noch die 2 Checks mitnehmen. Genau. Oh, obwohl. Hat er sich gerade umentschieden. Ich glaube, Quackerito, dass ich so ein Tantulus das machen will, dann direkt umdrehen. Ja, ich weiß schon. Das macht er gern. Nee, ich hätte jetzt Dumbi und Schatzgarten und dann Affenberg. Into Hera. Ja, wobei, du kannst Portias abschließen. Ja klar, aber ich glaube, das war ein Pendant, hätte ich gedacht, war das nicht? Ich hätte schon gedacht, oder? Ich sehe es noch nicht, auch. Deswegen. Es war vorhin ein kurzer Check. Ich glaube, da drüben war irgendwo ein Pendant rechts. Also ich hätte jetzt gedacht, das war Pott. Oder was okay. Da rum. Wir haben bestimmt gleich aufgeklärt. Wir sehen ja gleich, wie der Buchstabe da oben ist. Genau. Links oben. Turtle Rock war Pendant, okay. Hm. Ich sag doch irgendwo auf der rechten Seite. Ja. War was. IP und Turtle Rock, okay. Okay, es sind 10. Red Crystal sogar. No, ein hohes C. Meister Schmatz hier hat aufgepasst. Keine Eisrothand. Ja, ist vielleicht aber auch unangenehm. Jetzt sehen wir es doch mal. Echt. Und Swamp ist rot. Genau. Swamp und Pott rot. Wobei so ein Eiswort bei Turtle Rock Pendant auch unangenehm ist, ne? Was ich doch mal eher reinführen kann. Ja,
Dann kann jetzt noch auf. Da könnte echt was auf Pet sein. Ja. So, mal gucken, ob ein Navi dran denkt, dass er nicht noch Rupees hat. Aber er steuert auch schon sehr hart Richtung Pot. Sehr, sehr hart. So eine Sache, wo man nie drauf schaut. Also ich glaube, ich würde es genauso machen. Ja. Und dann merken, ich stehe vor zur Tür. Also ich würde auch noch Kiki bis zur Tür bringen und dann würde ich es merken wahrscheinlich. Dass irgendwas fehlt. Genau. Circa 80 Rubine. Aber jetzt muss man leider schon zugestehen, dass er etwas hinterherläuft. Ja, auf jeden Fall. Sie machen das also gerade das auf dem Berg, dass er da gestruggelt ist. Ja, und das mit der Lampe, dass er sie so spät geholt hat. Alles Dark. Das hält trotzdem auf. Auch wenn ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt oh, das hält ihm auf. Was hat er ihn schon dabei? Das ist ärgerlich. Ja. Mal sehen, ob er es dann macht, ob er vielleicht dann auf den Berg geht. Du möchtest sie auch auf dem Berg sehen, ne? Das. Ja, also wie gesagt, das sind halt die meisten Checks jetzt auf dem Berg. Das stimmt. Wobei ideal wäre natürlich noch mit dem Midstern, dass du direkt die Dark World mitnehmen könntest. Ja, vielleicht kommen die ja auf den Berg, deswegen. Das wäre jetzt halt, wäre jetzt wieder gut für Mr. Navigator, wenn er auf den Berg geht und da oben vielleicht was findet, wo der Kriegerin dann später holt. Das könnte wieder ins Spiel zurückbringen. Also zumindest den Vorsprung verkleinern. Wenn man was so das auf jeden sind, Fall, ist ja noch nichts verloren. Er läuft ja nur ein bisschen hinterher. Es ist so wild, genau. Ist nicht, aber was Schönes auf dem Berg, das wird natürlich die Chance schon wieder erhöhen. Oh, das ja, sind unsere Teile. Ja. Ja, wäre natürlich auch der Spiegel, allein um dann Pott gleich viel schneller spielen zu können. Ja gut, Spiegel. Man muss ja nicht mehr nach Eastern. Hi, Malcolm. Ist auch da. Ja, aber wenn du Pott so ein bisschen, kannst du dann schneller spielen. Also da mal zurückspiegeln, da mal zurückspiegeln. Das ist schon schöner. Aber ich glaube, er wird dir auch nicht den Gefallen tun. Nee, sieht nicht so aus. Ja, die 300 Rubine, die führen halt dann doch wieder nach Pott zurück. Ja. Und auch kein Stumpy und kein Digging Game. Ich hätte es so gemacht, weil man kann ja mit der Flöte dann dahin fliegen und kann gleich dahin in die Dark World. Also man ist ja gleich wieder in Pott. Das stimmt. Deswegen, vom Weg her ist es also sehr angenehm. Ich glaube, das war jetzt aber absichtlich von Quackerito, oder? Ja, das war Absicht. Ja, ne? Hat er keinen Biki oder hat er schon alles? Ich glaube, der Big Key liegt heute Vanilla oder hat er den echt schon gehabt? War der jetzt schon bei der Big Chest? Also da auf jeden Fall noch eine Kiste zu. Da auch noch. Ach stimmt, er hat die hier vorne nicht gemacht. Ja, dann liegt er wahrscheinlich Vanilla. Ja. Auch schön so ein Vanilla Big Key, wenn du schon kurz vor der Big Chest stehst. Ja, ich lasse auch ganz oft da liegen. Und hey, Vanilla! Ja, und der Death Warp und dann. Jetzt nur die Frage, gehen wir nochmal hin, weil die Map, die haben wir auf jeden Fall ja schon gesehen. Also dann muss der Kompass entweder jetzt in der Big Chest sein oder auf dem Boss. Also ich würde dann auf dem Boss gambeln, weil er kann sich ja den Weg dann vielleicht sparen zur Big Chest. Genau. Ja. Achso, Kompass haben wir auch schon gesehen. Ja, dann ist dann, ja, eigentlich egal, dann muss man es mitnehmen. Jetzt da ein wichtiges Item skippen wäre sehr dumm. Ja, vor allem das isoliert man dann ja wirklich komplett. Obligatorischen Pfeile. Obwohl so viele Pfeile können fast nicht mehr im Spiel sein. 300. Oh, 300. Ja, immerhin. Das ist okay. Kann man machen. Obwohl er wahrscheinlich jetzt lieber was anderes gesehen hätte.
Ja, natürlich. Vor allem die Mits. Wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt. Ja, Mits, Spiegel, Feuerstab. Gern auch ein paar Boots natürlich. Genau. Aber wenn man so sieht, so sehr viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Nee, aber wie gesagt, also an sich. Ich sag jetzt nochmal auf dem Berg die ganzen Checks machen und dann ist man vielleicht schon so gut wie im Go-Mode. Ja, wo ist der Navigator? Mal ein bisschen aufpassen. Ein Herz noch. Na, entscheidet sich andersrum zu laufen und holt den Big Key. Ja, doch noch nicht. Okay, erst die eine Kiste noch natürlich. Hast du jemanden auf dem Weg zu St. Biki? Ja, ist natürlich ein bisschen Zeit, die er wieder spart dann. Ja, vom Outing her. Schneller geholt. Also ein Death Warp kostet ja jedes Mal Zeit. Ja. Doch, also gerade jetzt auch mit so ein paar Herzen mehr dann. Ach stimmt, Chat ist sehr gut analysiert, ne? Im Pot, bis auf Ice Hop, bisher nichts. Und den brauchen wir ja, wenn wir Glück haben, nicht. Obwohl, sagen wir es anders. Wenn die Wanda Glück haben, brauchen sie es nicht. Wir wollen ja, dass sie ihn brauchen. Wir wollen ja ein Pet Seed natürlich. Also wäre wahrscheinlich das Backplay doch das Bessere gewesen. Sieht langsam echt so aus. Mit Into Hera. Und dann noch das mit Delian, ja. Jawohl, mit Delian für Turtle Rock. Ich meld's halt unbedingt. Weil man möchte ja wahrscheinlich nicht unbedingt rein. Auf gar keinen Fall. Aber immer was Blaues in Turtle Rock, also der Spiegel kann schon noch drin sein. Es ist ja auch immer gern nach Turtle Rock, um dann wieder runter zu gehen, um Swamp zu machen. Oh. Haben wir auch schon oft gehabt. Aber dann natürlich auf Trinex direkt, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, wenn dann gescheit, klar. Halbe Dinge gibt's hier nicht. Ich glaube, hatte ich auch erst letztens. Ja, in meinem ersten Turnierspiel, ja. Schön auf Trinex den Hookshot gehabt. Nice. Aber schöner ja. Bombjump von beiden. Ja, auf jeden Fall. Haben sie beide gut gemacht. Hammerjump, um es genau zu nehmen. Und Helmers Down, erster Crystal für Quackerito. Nach 43 Minuten fühlt sich auch nicht so gut an, aber bisher wollte der Seed eigentlich auch nicht, dass man ihn schneller spielt. Nee, mehr hat der Seed bisher noch nicht hergegeben. Jetzt kommt bestimmt der Berg. Vermute ich mal. Oder das Dorf. Nein. Nein. Außer er flötet sich jetzt. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Er hat die Flöte in der Hand. Okay. Ich glaube, wir müssen was anders machen. Du musst das sagen, was Quackerito nicht machen soll. Weil das Gegenteil Tag. Er macht immer genau das Gegenteil. Das ist wirklich jetzt faszinierend. Da sind auch einige Shacks, ne? 7 Stück im Dorf mit Thieves Town. Ja, und es ist ein Kristall, das muss man abschließen. Alles gut. Ja, aber und noch Digging Game Stumpy, vielleicht kriegst du einen Spiegel. Also dann haben sie halt viele Möglichkeiten. Aber ja, Navigator sehen wir auch. Ja. Ja. Er geht wahrscheinlich da drauf, dass er, weil er die Mits noch nicht hat. Weil er hätte gleich Dark Death mal noch mit abschließen können. Ja, und bei Navigator sehen wir auch. Gehalten. Schönes Pot-Routing jetzt natürlich. Spart ein bisschen Zeit. Blöd ist halt, wenn die Mits dann auf dem Berg liegen, ne? Ja. Aber vielleicht tut Navi dir dein Gefallen und liegt jetzt gleich auf dem Berg. Weil er sich denkt, okay, jetzt Thieves Town, nicht Thieves Town, Taufera dann machen. Genau, den Berg und Hera mit dem Hera-Pot ist ja schnell erledigt. Deswegen. Oh, ein Tempered. Ein Skullwood. Nimmt man.
Zumindest haben wir dann heute kein Master Schwert Silverless hier nennen. Auf jeden Fall schon. Ich gehe halt gerne auf den Berg. Man kann's denken. Ja, man wird auch heute noch für belohnt. Es kommt noch. Ja, bestimmt. Ja, kein Item Nummer 2. Eine Kiste haben wir ja noch. Aber lässt er liegen. Ja, doch jetzt alles mitgenommen, nicht? Ich weiß nicht, ob er die hintere genommen hat, da wo die beiden Mumien sind. Ja, da war er doch gerade, da war, glaube ich, was war denn da drinne? Okay, dann hatte ich gerade bei Navi geguckt gehabt. Na, wollte kurz Bombos ausrüsten? Funktioniert gegen Helmer natürlich nicht. Nee, nicht so wirklich. So, und Bamba Cave war wohl tot, ne? Weil er nicht hingegangen ist. Nö, da war jetzt nichts drauf gelegen. Also irgendwas anderes. Hab schon wieder gestrichen, war auf jeden Fall nichts Wichtiges. Ja, so schnell wie Quackerito weg war. Und Navigator ist auch seinen ersten Crystal. Mal gucken, was ihn hin verschlägt. Ich glaube an Herzteil oder so, oder? Ah, drei Bomben. Okay. Naja, fast. Ist auch fast ein Herzteil. Genau, noch nicht mal unsere Pfeile. Aber mittlerweile sieht es mit den Whoopies deutlich besser aus. Ja. So, sind wir jetzt in der Backplay? Nee, sieht auch nicht so aus. Möchte keiner auf dem Berg. Traurig, nee. Aber wahr. Das sieht nach Swamp aus. Ohne Spiegel? Stimmt, wir haben gar keinen Spiegel. Wo will er denn hin? Vielleicht echt Stumpy und unter drüben dann. Aber sah irgendwie, also nur wegen den beiden Checks. Ja, deswegen, die kann man ja von oben eigentlich besser mitnehmen. Interessant. Weil er kommt ja da nicht weiter. Ja, außer er kriegt natürlich mit, dann wär's. Ja, klar, aber. Praktisch. Schon etwas. Fragwürdig. Ich bin gespannt, aber wenn's aufgeht, natürlich gut. Also von oben her hätte er ja erst Tiefstand und alles spielen können und dann geht er runter und safe und quit und dann vielleicht back oder keine Ahnung. Oh, da ist ein Feuerrad. Oh, nice. Er hat doch Tiefstand eher besser gewesen und dann nach Skullwood. Ja. Hätte er sich schon mal einen Double Dip ersparen können. So, jetzt muss das Schaufelspiel was haben. Ja, im Idealfall ist wirklich die Mitz. Genau, und dann kann er einfach weitergehen. Ich bin gespannt. Ach, das ist auch lästig, wenn da ewig nichts kommt. Schön ist es nicht. Das zieht sich ewig hin. Das hört doch gar nicht mehr auf. Oh, und dann die Whoopies nur. Vielleicht nee, das hat sich nicht gelohnt. Und kommt er jetzt? Oh, oh. Kommt mein Berg oder kommt er nicht? Ah, ah also doch, der Hook schon. Ich wollte gerade sagen. Endlich bekommst du dein Bergplay. Yay. Jetzt schauen wir mal, ob ich damit richtig gelegen habe. Also ich sehe langsam wirklich die Mitz da oben. Ja, irgendwie muss da oben jetzt eigentlich schon fast was sein. Ja. Ja gut, jetzt durch den Firewall in Tiefstown macht jetzt wieder Skullwood auf. Ja, aber da haben wir auch nur noch ein Item, weil wir haben ja unser Tempered schon. Auf dem Berg liegt wahrscheinlich jetzt der Spiegel oder echt die Mitz. Eins von beiden würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wieder mehr aufmachen. Der Berg ruft, genau.
Und was ruft er denn so? Geld auf jeden Fall bisher. Oder halt dann doch in Hera. Aber dann natürlich im Basement, wie es sich gehört. Klar, also wir dann alles machen. Mit dem Small Key auf Toldon. Ja. Oh, bisher dein Bär? Nee. Nee, ist doch nicht so Ware. Mal gucken, was sagen die Big Chest in Thiefstown, auch immer beliebt, nichts zu haben. Ja, wie sich gehört, der Kompass. Ein Spiral Cave hätten wir noch. Die, wo sich ewig hinzieht ohne Boots. Oh ja. Ich habe am anderen gelernt, das ist der Walk of Shame dann. Ganz genau. Es fühlt sich aber auch so an. Ja. Oder vielleicht doch das Spy Cave. Stimmt, die wäre jetzt auch abschließbar. Oder oben sehen wir nichts. Oh. Floating Island. Hammer. Könnte man machen. Erkennt du Blind Phase 3 jetzt? Hat den Birna jetzt ja. Und damit ist er auch kein Problem. Der Pilz. Weiter geht's. Aber es ist natürlich mit der Flöte angenehm, zum Glück. Ja, finde ich. Also, ich kann mich nicht beschweren, der Berg ist doch gut. Ja, Berg ist fantastisch bisher. Frische Bergluft? Wer liebt es nicht? War da uns schon unseren Big King? Ein IFA immerhin? IFA. Vielleicht brauchen wir es ja. Ja, wir wissen ja noch nicht, was Maya für ein Medaillon braucht. Ja, Pot First 3. Nice. Genau, die Aussicht ist auch toll. Auf dem Berg. Das hat nur Vorteile. Ist auch das dabei. Stimmt, ja. Oh, sind die mit. Sei doch okay. Der Berg. Ja, ja. Ich sag doch, das müssen entweder die Mits oder der Spiegel auf dem Berg sein, dass wieder was aufgeht. Aber hatten wir jetzt beide Items? Ja. Ach stimmt, der einen Chest, ja. Ich dachte gerade so, warum lässt Navi denn die eine Kiste liegen? Aber ja, stimmt, da war ja schon was. Eva. Ja. Eva und die Mits. Also, ja. Hera war heute großzügig. Hat den Rest wieder ausgeglichen. Genau. Und Spiral Cave hätten wir ja auch noch, oder Spy Cave. Ja, und natürlich jetzt den Rest des Berges. Stimmt, der Dark Death Mountain bleibt, ist jetzt auch noch. Mal, komm. Genau, Navi, Zähne zusammenbeißen. Einmal vom Moldon runtergeworfen werden gehört zur guten Schule. Genau. War jetzt bei Quakurito gerade, ich glaube, genau, haben wir gerade die Flasche gesehen, das heißt, da ist jetzt bei der Mutter auch nichts mehr. Ja, dann ist irgend so ein Katakombas auf dem Bus. Weil genau. Kleinen Schlüssel kann er ja nicht haben. Logikmäßig. Die müssen ja alle davor sein, sonst könnte es sich irgendwie locken. Ja. Ja, und da hat er ihn. Jetzt schön Dark Death Mountain machen. Auch nochmal sehr viele Schecks. Aber ich befürchte, Krigerito geht als nächstes auch auf den Berg, weil er ja dann nichts mehr offen hat. Das stimmt, wo soll er hin? Also sehr viel Vorteil bringt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Die Mits jetzt zu haben. Nee, ist schwer. Was fehlt uns denn jetzt überhaupt noch? Der Spiegel. Der Spiegel? Und vielleicht die Boots. Kommt auf Desert das an, ob es Boots noch ist. Und eventuell noch Quake. Genau, noch ein Medaillon. Aber sonst... Fast go. Die Mutter schön gelegt. Ja. Die Karte. So war ich noch gar nicht... Ich glaube, Quackerito hat Digging Game und Stumpy noch nicht gemacht, ne? Nee.
eine Rüstung im Spiral Cave. Ja, wird doch mal Zeit jetzt. Jetzt kommt so, und jetzt der Berg. Ja, jetzt kommt er. Da ist er schon. Wie gesagt, das ist jetzt dann logisch was anderes. Ja, also gerade aus Quackeritos Sicht. Absolut. Etwas verlaufen. Falsch abgebogen. Passiert. So, bin ich ja schon im Bunny Cave jetzt. Bestimmt mal wieder Pfeile. Na, erstmal ein Herzchen. Und auch Geld natürlich. Geld ist auch wichtig. Ich bin gespannt, ob gleich geguckt wird, ob was Turtle Rock braucht. Aber an sich bräuchten wir es ja nicht. Aber es ist nur was Blaues im Turtle Rock und nachdem der Spiegel noch fehlt, also. Ja. Also bis auf Hera. Bis auf Hera war der Berg wirklich leer. Zum Glück gehört Hera zum Berg. Ja. Also wenn du völlig so viele Schecks und einmal nichts. Bombos. Also da können wir rein. Genau, jetzt noch schnell den Fireward aus dem Village of Outcast und ab geht's. Vielleicht geht der Quackerito gleich sogar fort rein. Wobei, er kommt was ja hat er denn rein. Noch offen? Er müsste ja dann erst wieder in die Light World, sonst kommt er ja nicht stimmt, rein. Stimmt, er kann spiegeln. Das ist das Problem, wenn er jetzt in die Dark World geht. Ja. Und ob er dann noch einmal den Climb macht für Turtle Rock, aber im Endeffekt, ja gut. Der Meier ist Goldhandschuhe, Ice Palace könnte auch rein. Ist zwar ein Pendant, aber... Ja, ja sonst Meier natürlich, ja. Stimmt, mit der Flöte kann er runter. Im Desert vielleicht... Nee, Desert kommen wir noch nicht rein. Deshalb fehlt der Spiegel oder das Buch, also ja. Da fehlt noch was. Deswegen, also bisher wirklich, es bleibt dabei recht linear. Kann nicht viel falsch machen. Nee, das war natürlich für Nappi auch schlecht, weil er kann so halt... Oh, die Boots im Spy Cave. Starker Call. Lässt man auch gerne mal liegen. Ja, Spy Cave ist so eine Igit-Location. Ja. Ach, will ich mir schon nochmal kurz denken, so, ja, war sehr gut. Ja, da sieht man gleich jetzt, wie es losrennt. Und jetzt der Spiegel hier irgendwo, King's Tomb oder Bonkrox. Ja, dann wird's wieder spannend. Let's go. Die macht auch gleich die Checks. Logisch. Wenn man die Boots gleich hat. Ja, würde ich genauso machen. Dran. Ja, nicht ganz. Eine Chance haben wir noch. Und auch jetzt die Mitte für Cracker Rico. Ich bin mal gespannt, ob er dann auch die Spy Cave mitnimmt. Ja, erstmal Dark Death Mountain, erst einmal über rechts und dann Spyro Cave, der wird es genauso genau. Spielen. Spyro Cave, Dark Death Mountain und dann schätze ich. Spy Cave. Oh, nee, leider unsere Pfeile. Unsere obligatorischen Pfeile. Aber das Schlimmste an dem Seed, wir haben immer noch keine Schaufel. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, dann wissen wir, wo der Spiegel ist. Schaufel in Turtle Rock. Spiegel auf der Schaufel, auch nice. Gut, Krikarito hat noch seinen Pilz, den hat er auch noch nicht abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo er den her hat. Ich glaube auf Thiefstown. Oder? War der nicht in, in Skullwood? In Skullwood war eine Flasche und das Tempered. Ja, dann muss er in Thiefstown gewesen sein. Da war er auf dem Boss, ne, oder? Oh, da bin ich mir nicht sicher, wo. Aber ich glaube, auf dem Boss hat er den. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ah, Boss. Sei doch. Wir sagen, nicht, dass hat er den Pilz gekriegt. Dieses wieder, Quackerito hält sich nicht an deine Anweisungen. Das ist Spy Cave.
Und dann den Rest, ja. Geht gar nicht. Obwohl, dadurch hat er die Boots viel früher. Das stimmt. Und wir wissen, auf der restlichen Berg war nichts. Aber es ist nicht mehr so gemacht. Nee, er nimmt die Flöte in die Hand. Mutig. Ich meine, er hat jetzt Dave ausgelassen. Ja, stimmt. Boah, der ist auch schon eine Meier. Jetzt werden wir gleich sehen, was für ein Medaillen gebraucht wird. Ja, Eva. Also dann, ein Item vom Gomod entfernt. Richtig. Spiegel und der ist in Turtle Rock. Wir freuen uns. Oder die Schaufel auf Pet und unter der Schaufel dann natürlich. Der Spiegel könnte der eigentlich auf Pet sein? Ich denke schon, ne? Ja. Könnte auch noch auf Pet sein, also wir könnten noch unseren Pet-Seed bekommen. Ja, ich sagte, die Schaufel liegt da. Und da muss der Spiegel ausgeschaufelt werden, so richtig eklig. Richtig schön. Aber dann haben wir es wieder. Schaufel, der wichtigste Check im Spiel, also. Richtig. Alles gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch alle Crystal Dungeon, Pet Dungeon Logik. Turtle Rock kann man abschließen, Ice Palace kann man abschließen, also. Jo. Es könnte was Schönes auf dem Pet sein. Das ist schön. Und Navigator sagt sich, nee, ich schenke erst den Big Chest, bevor ich die Motte mache. Oh, stimmt, er hat ja. Ach, er kann auch gleich die Motte machen. Er hat sich auch noch nicht den Firewall abgeholt. Stimmt, er geht jetzt nach Thiefstown und holt sich sein Firewall. Weil er genau das gleiche Play macht. Aber ich glaube, ich hätte es genauso gespielt. Ich gehe ja immer erst nach Skullwood. Ja. Weil in Skullwood immer was drin ist. Ist halt wirklich so. Und es war ja mit dem Tempered jetzt auch schon wieder was und der Flasche. Ja. Das war schon komisch. Zwei Checks und es sind eigentlich immer was dabei. Ja, wir haben das gestern schon. Da hieß es, wären 17%. Also gefühlt sind es natürlich 80 oder 90%. Während in anderen Dungeons, wo du 5 oder 6 Items hast, irgendwie immer nichts liegt. Oder so, ja. Ja, es ist schon faszinierend. Der Hellcracker ist schon Magic bereit. Ich weiß, dass gerade eigentlich eine Flasche darf man gleich benutzen, um Spooky Action nicht kaputt zu machen, oder? Ja, die Flasche kann man benutzen. Kein Powder, keine Lampe und kein Sumaria. Oh, Biki in der Cutscene-Chest. Wenn hier oben Smolky liegt, ist immer der Biki da unten. Das heißt auf jeden Fall gleich Trinkpause für Crackerito. Ganz genau. Aber er weiß, wo er sein Biki herkriegt. Das ist doch auch schon mal nice. Ja, das ist sehr. Aber dauert halt lange. Ja. Aber das Positive, der Gegner muss es ja auch machen. Das ist richtig. Das ist gerade für Navigator wirklich der Nachteil. Ja. Weil im Endeffekt kann... Ja, Crackerito kann auch gerade nicht wirklich falsch laufen eigentlich. Spannend wird eigentlich nur, wo liegt der Spiegel dann? Turtle Rock. Ich denke. Ja. Oh, und Becky. Wer hätte das Surprise. Gedacht? Ganz unerwartet. Ach, ich glaube, ein Item hatten wir es noch nicht aus Maya. Nee. Nee, hier gibt auch noch die Karte. So, Fitty, der Spiegel wäre natürlich auch nice. Ja, dann sind wir im Go-Mode. Wäre zwar schade, weil dann ist das Pet gestorben. Ja. Und dann wird es natürlich auch für Mr. Navigator sehr, sehr schwer, da noch ranzukommen. Ja, fast unmöglich. Da! Maya hält uns auf Spannung.
Dann ist auf dem Boss und hier das Item. Oh. Der Spiegel. Das war es wahrscheinlich. Und damit haben wir nach eine Stunde fünf den Go-Mode für Quackerito, ja. Er kann jetzt Desert Go-Moden und steht dafür sogar perfekt. Er kann Swamp Go-Mode, was natürlich der absolute Traum ist. Swamp, lass mal so schnell durch im Go-Mode. Ja, also. Da sehe ich jetzt sehr schwer die Chancen für Mr. Navigator hier nochmal ranzukommen. Dann auf jeden Fall. Keine Ahnung, was passieren. Ja, ist natürlich schade für die Spannung, aber an sich, wir haben bisher dann Quackerito ist der Logik gefolgt und wurde belohnt. Kann man nicht anders sagen. Na, der Spooky funktioniert nicht. Jetzt. Hat kein Zielwasser getrunken. Ja, irgendwie will er nicht anschießen. So. Der seitlich anschießen müssen, die Torch. Ach stimmt, der hat nach unten geschossen. Ja, der hat von oben nach unten. Ja. Hat im falschen Parameter gestanden. Okay, jetzt kann er natürlich seinen Powder benutzen. Der Tracker mag den Mimmer nicht. Ja. Aber jetzt. Wollte gerade sagen, irgendwann kommt der. Später als nie. Ja, der Tracker wollte das Spiel noch ein wenig spannend halten. Der fand das scheiße, dass jetzt schon der Spiegel aufgetaucht ist. Geht das nicht. Oh, jetzt sterben, das wäre auch nicht so lustig. Auf gar keinen Fall. Gefährlich. Der Schuss hätte ihn erwischen können. Ja. So ein Snipe von Bitty ist auch immer schön. Ja. Aber damit hat er seinen nächsten Crystal. Hat zur Belohnung ja noch seine Mail bekommen. So, jetzt biete ich natürlich an, einmal schnell Desert rein. Und wir sehen schon, Navigator sieht nicht zufrieden aus. Aber an sich, selbst wenn er jetzt gleich die Motte fertig hat, ich muss es ja eigentlich auch nach Maya ziehen. Ja, so viel, viel anderes kann er ja dann nicht machen. Also er macht echt den Gamble auf Turtle Rock, das wäre aber übel. Das wäre wild, wenn du vorher nicht Maya machst. Oh, dann Bitty gleich in der ersten Chest. Vor allen Dingen, Maya zieht sich dann auch so lang. Der muss ja auch alles aufmachen. Das ist richtig. 18 Chests, das sind alles noch Zeiten. In der Zeit ist Quackerito wahrscheinlich schon GT. Höchstwahrscheinlich. Ja, ist nicht auszuschließen. Gerade mit dem Go-Mode Swamp Palace. Spannungstechnisch sieht es jetzt ganz schlecht aus. Leider, man kann es ja... Wie heißt es? Wie sagen manche so schön? Das kann man jetzt auch nicht mehr spannend drehen, leider. Nee. So gern wir es machen würden. Aber da, ich muss sagen, da wo Mr. Navigator ist, da ist natürlich da einmal schnell Iverson schon angenehmer. Ja. Man hat einmal die ganzen Mumien weg, man hat seine Ruhe. Und verbraucht auch gar nicht so viel Magic. Hier sehen wir auch schön mit dem Feuerstab. Ja, perfekte Runde hier. Kriegt ja. Quackerito zur Belebung noch 20 Rupees. Wird er gleich ins Swamp sein und in den nächsten 3 Minuten wahrscheinlich seinen 7. Crystal in der Hand halten. Ja, ich weiß nicht, wie lange dauert Swamp ungefähr im Go-Mode? Das ist ja, bei 3 Minuten ist er wahrscheinlich. Okay, 3 Minuten, ja.
Ich denke, das sollte nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe es noch keinmal gestoppt, aber ich denke, länger soll es nicht dauern. Ja, Navigator jetzt auch die Motte gelegt, ohne Probleme betempert. Das einzige Konsequenz ist ja für mich, er muss jetzt nach Maya. Oh, ich habe schon gesagt, noch schön Left Side Swarm gehen. Nein. Ja, vielleicht sucht er ja wirklich noch die Schaufel. Weil er weiß, dass du kommentierst. Ja, das weiß er schon, das hat er schon am Anfang gesagt. Ich sag ja deswegen, ne? So, wo will Navigator jetzt noch hin? Gerade ganz stark überlegen, was für einen Weg er gerade einschlägt. Hat er im Dorf noch was, also Village of Outcast noch was offen? Gute Frage, was er jetzt vorhat. Was man weiß gerade. Nee, Smith auf, wirklich auf dem Schmied. Oh, Schmied. Die ist aber. Ja, aber. Das wäre jetzt auch übel. Aber was anderes kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, was er hier vorhat. Ach nee, da unten ist noch was. Okay, die Bumble hat vergessen. Da wissen wir ja leider auch nur Bomben. Also seinen Schlüssel vergessen, Gregorito ist jetzt echt etwas nervös. Kann man verstehen, wenn man etwas mehr als eine Stunde im absoluten Go-Mode ist. Oh, er macht tatsächlich Smith Chain, also nimmt halt Angriff so ein bisschen. Armor Packs. Dann wird er wahrscheinlich echt noch den Schmied abgeben und die Purple Chest. Oh, und das kostet Zeit. Alles Zeit. Selbst wenn da jetzt noch Goldschwert oder die Silvers liegen, wird es dann nichts bringen. Nein. Das müssen wir ihn gleich wirklich fragen, wie er auf die Idee kam, weil er hat ja nicht mal Maya gescheckt, ob er reinkommt. Geht er echt auf den Berg? Der wird doch nicht echt wirklich jetzt auf Turtle Rock spielen. Ach nee, die Vögel. Ja. Ist ja wirklich vom Berg auch so schnell einmal aufladen. Ja, klar, aber. Aber wenn sie unseren Pilz schicken. Pilz. Ja. Genau. Vielleicht bekommen wir jetzt echt noch unsere Schaufel. Oh, die Silber ist auch noch für Gregorito. Ja. Jetzt wird wirklich sehr schwer. Kabine. Ich glaube, ich weiß langsam, wo die Schaufel versteckt ist. Im GT? In der Validation Chest natürlich. Oh, in der letzten Chest die Schaufel. Aber genau. Wird er wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Und mit seinem Navigator wird wahrscheinlich gar nicht mehr dorthin kommen. Außer er spielt es noch fertig. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber. Ja, schwer zu sagen. Kommt drauf an, wie viel er da noch vor sich hat. Das ist richtig. Wenn er vielleicht auch gerade auf dem Weg nach GT ist, vielleicht spielt er dann noch. Oder zumindest ist er jetzt schon mal in der Maya-Gegend. Genau, okay, also wird er jetzt reingehen. Soll er wahrscheinlich demnächst seinen Spiegel bekommen. Genau. So, und jetzt dann hat er gleich seinen Kristall in der Hand und wir spielen gleich ein lustiges Spielchen. Ja, wir bringen noch mal ein bisschen Spannung rein, würde ich sagen, ne? Denn, wie die fleißigen Wendo-Zuschauer wissen, startet jetzt das Big Key Guessing Game. Wir haben 22 Checks, also genau genommen 21 Kisten und eine Torch. Wo der Big Key in Gens Tower sein kann. Und ihr dürft jetzt gerne raten, wo der liegen wird. Genau, unser Tracker hat jetzt auch schon das Startsignal gegeben. Einfach eine Zahl von 1 bis 22 in den Chat hauen. Und dem Gewinner, ich würde sagen Ruhm und Ehre, virtuelle Internetpunkte und die Erwähnung von uns. Ja, besser sagen, geht's doch nicht. Ne? Top-Preise hier. Genau. Also ich würde da mitmachen. Ganz klar. Genau, ich mache auch mit. Ich nehme mich immer meine 18. Ich die 14, wie immer. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl, weil die 18 hat heute schon mal gewonnen. Da hatte ich nämlich aber das Big Key Guessing Game verpasst gehabt. Das ist auch schön. Deswegen, ich habe dann wieder so, nee, Mist, ich bin zu spät. Da höre ich so, ja, die 18, das ist so, oh Mist. Einmal nicht mitmachen, dann kommt immer die Zahl. Ist wirklich so. Ja, ich habe wieder vorbildlich Potions geholt.
da wirklich nichts mehr schief gehen kann. Ja, ich meine, ausgerüstet ist er top. Natürlich, Butterschwert wird das Ganze noch besser machen, aber ich glaube, darauf kann man auch verzichten dann. Ja, denke ich auch. Wir wollen es immer nicht übertreiben, ne? Deswegen. Es soll ja noch ein wenig. Ja. Noch ein wenig schwer sein. Wenigstens etwas. Obwohl schwer mit einem Pembert ist dann auch. Ja, man kann auch sagen, okay, sie haben nur Blume, sie haben. Was hat er? Moment, 9 Herzen nur, ja. Genau. Fast unmöglich. Ah, wer macht auch noch? Macht echt noch Kisten auf. Tja, immerhin noch ein Herz bekommen. Was sucht er noch? Wirklich ja, die Schaufel. Wirklich die Schaufel, ja. Aber die werde ich ja nicht finden, leider. Aber Hookshot nimmt jetzt wirklich nicht mehr mit. Aber nee, da ist ja auch nichts drin. Ja, auf dem ist Weg er ist beim. Ja, Bunny Cave geht noch. Hätte man auch schon auslassen können. Ja, weil im Grunde genommen, er hat die Silvers ertempert. Was will er noch großartig? Das Butterschwert, ja gut, weil Ganon macht es etwas schneller, aber. Aber er weiß halt nicht, dass er schon einen sehr großen Vorsprung hat. Das stimmt. Dann hätte er wahrscheinlich auch die Sachen geskippt. Weil Navi ist jetzt auf dem Weg zu seinem Bicky. Um sich danach dann gleich seinen Spiegel zu holen. Und zu wissen, okay, er ist jetzt auch im Dodo. Oh, da ist ein Butterschwert. Ach. Wir sagen ja, es liegt alles auf dem Weg. Na, jetzt kann er, jetzt braucht er echt nichts mehr. Und? Eine rote Rüstung kann er noch finden. Ich dachte, er macht jetzt Time. Ja, was hat er denn gesagt? Ich bin alles so vergesslich. Auf dem Weg liegt. Alles liegt auf dem Weg. Ich bin so vergesslich, ich hab's vergessen. So, 2 haben wir es bei Quackerito dann schon, dann kommt jetzt die 3. Die 4. Die 5. Und die 6 sind unsere geliebten Pfeile. Genau, Pfeile. Hat man schon lange nicht mehr. Hat mal wieder Zeit. Das stimmt. Und Navigator ist auch im Go-Mode. Oh, da sieht er nicht so zufrieden aus. Nach 1.18 ist jetzt auch keine so schlechte Zeit. Ja, definitiv nicht. Er wird sich wahrscheinlich ärgern, dass er da nochmal Hammerpacks gemacht hat. Die 7 ist auch nicht, unsere Torch. Das heißt, jetzt sieht man nicht Bootslocked. Nein. Wenn ich Desert gerade richtig im Kopf habe. Nee, Desert war der Pick hier auch oben in der Mitte. Deswegen. So, Nummer 8. 9. Mal wieder Pfeile. Ja, ich soll jetzt reichen. 10. Und die gute 11. Auch nicht. Wir kommen langsam näher zu 14. Nachdem ich schon die 4 Blue Balls richtig hatte. Genau. Die Half Magic auch noch. Na, jetzt ist er echt gut versorgt. Jetzt einfach die richtige Chest aufmachen. Und schon haben wir die 14. Im Teilroom. Teilroom sag ich schon im. Randoroom. Oh, keine 14. 15. 16. 17 ist richtig. Und wer hat die 17? Da. Niemand. Schön. Dann
liegen wieder 18. Knopf. Und natürlich Krawalto vorm nächsten. Chichi euch beiden. So war es ja fast die 18. Gefühlt war es sie auf jeden Fall. Genau. Aber die Chichi. Du warst am nächsten dran. Und natürlich. Ja. Und Knopf. Ihr beiden. Hat er gut gemacht. Ihr beiden dürft euch den Ruhm und die Ehre teilen. Wir schütteln uns imaginär die Hände. Hey. So, interessant. Habe ich es falsch gesehen? Navigator macht erst Swamp, bevor er das macht. Sieht irgendwie so aus, ne? Oder hat er das nicht mehr auf dem Schirm? Keine Ahnung, warum jetzt das ausrichtet, wenn er einmal dort ist. Entweder sind es jetzt auch die Aufregung. Ja, es könnte gut sein. Oder da hat echt was falsch getrickt. Das ist ja nie auszuschließen, das ist mir auch schon passiert. Also es geht ja mal ganz schnell, einmal zu viel gedrückt. Schauen wir doch mal kurz nach. Hat er auf seinem Trigger? Ne, das ist ja ein Kristall. Okay, also kann es daran schon mal nicht liegen. Dann hat er das irgendwie, keine Ahnung, wollte halt erst rummachen. Aber wenn den Seebach Cracker YouTube wirklich sehr solide jetzt. Der Climber mit der Ausrüstung ist ja ein Traum. Da kann man echt nicht mehr viel falsch machen. Nee, ich glaube, was fehlt jetzt noch? Die Wetmail, ne? Die Wetmail wäre doch das Einzige, was es noch etwas besser machen würde. Aber oder theoretisch eine Flasche, aber was will man mehr? Vielleicht noch ein paar Herzen. Ja. Die wären echt nicht verkehrt. Ist jetzt doch ganz schön herzlos, das sieht. Ja, der hat am Anfang viel zu viel Liebe verteilt. Ja. Und generell eigentlich alles. Ach, sehen wir auch die Redmail, jetzt will er die auch nicht mehr. Ja, jetzt hat er keine Lust mehr. Er will heute früh in ein Bett. Ja, verständlich. Oh, die Schaufel! Na, das geht auch fantastisch. Vorletzte Truhe sogar. Oh, Seed gerettet. Yay. Aber checken wir das leider nicht mehr. Leider nicht. Jetzt ist das er wirklich im Go-Mode. Ja. Schaufel und Bugnet, go. Jetzt macht er echt nichts mehr ab, sondern die Schaufel. Jetzt ist er im Go-Mode. Er ist glücklich. Da war ich gar nicht so weit weg mit meinem Tipp von der Schaufel. Ja. Das muss ich jetzt gleich fragen, wie man sich fühlt, wenn man nach einer Stunde 23 im Go-Mode ist. Oh, Navi ein bisschen am Struggeln gerade beim Diver Down. Genau. Ist auch ungewohnt. Normal macht er den sogar mit der Bombe. Kenn ich von ihm. Das könnte jetzt wirklich die Nervosität einfach sein. Ja, klar. Aber immerhin so früh mit Silvers. Wird leider nicht mehr dazu kommen, sie einzusetzen wahrscheinlich. Außer bei Argus jetzt noch. Ich glaube, da kann er jetzt noch. Ist ja durchaus legitim, damit zu machen. Klar. Aber Quakerito jetzt auch ohne Probleme Agar gelegt. Zum zweiten Mal. Und ich würde sagen, es kommt einer der entspannenden Gendenfights. Wir müssen nicht spinnen, wir brauchen nicht groß auf unsere Magic achten. Sollte ich glaub, wahrscheinlich das in 2 Minuten vorbei sein. Ja, ich glaube, das größte Problem wird nur nicht runterfallen. Das soll das eigentlich hinkriegen. Ja, aber es kann ja doch mal schnell passieren, eine Nervosität. Ja, kann immer was passieren.
Aber das sollte er sich jetzt eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Auf gar keinen Fall. Ja, Navi noch mal schnell was trinken. Also er kann sich relativ gut fühlen eigentlich. Bei der ist auch nicht so 1,25. Deswegen. Also so schlecht ist die Zeit jetzt nicht. Oh, er setzt zum Dribbel an. Na? Oh, Aber sieht gut. Oh. Wo, oh, wieder zu spät. Ich muss dann sah an sich, aber da ist er auch down. Wunderschöner Gennenkampf. Kann man nicht anders sagen. Klar, jetzt noch den Endgegner des Spiels, die Brücke. Dann könnt ihr eure GGs für Gregorito reinhauen. Genau. Die Brücke hat ja schon die besten erlegt. Aber da ist er durch. Und GG an Quackerito. Genau, GG. Ja, sogar der Seed sagt das. Genau. GG. Na, ich weiß noch nicht, ob Navi auf den Race Room geguckt hat. Ich glaube, ja. Ja, er hat applaudiert. Also ja, hat okay. Ja, es war wirklich jetzt im Nachhinein sehr linearer Seed. Kann man nicht anders sagen. Er musste einfach nur von Crystal Dungeon zu Crystal Dungeon gehen. Genau. Im Grunde genommen. Ich glaube, das Spektakulärste war noch auf Zora die Moon Pearl, oder? Ja, so ungefähr. Der Rest war ja wirklich an der Linie gezogen. So, und ich sehe Quackerito auch schon im Warteraum. Wenn er möchte, kann er gerne zu uns hochkommen. Wenn er uns hört. Ich weiß gar nicht, wie es mit Navi aussieht, ob er auch noch dazu kommt. Was denn? Spielt er noch oder hat er mittlerweile aufgegeben? Das ist die Frage. Ich habe jetzt den Racetime-Rahmen nicht offen. In Racetime hat er schon aufgehört, ja. Okay, dann. Aber er spielt ja offiziell noch hier im Stream, deswegen hat er noch keine. Das stimmt. Einladung bekommen. Das dauert dann immer einen Moment. Ja, die bekommt er erst, wenn er aufgibt oder das Schweinchen besiegt hat. Ja, aber wegen die Lambos jetzt auch fertig machen. Das sei ihm gebührt. Hat er ihn auch besiegt. Ja gut, er wäre jetzt auch noch 1,40 sowas in dem Dreh fertig gewesen, also es ist auch keine schlechte Zeit. Ja, auf jeden Fall. Genau, knapp 10 Minuten Gentau mit hoch und alles. Jetzt hat er anscheinend aufgegeben. Genau. Jetzt warten wir hier noch auf unsere Wanda, würde ich sagen. Dass wir die auch noch mal hören. Da ist er schon. Jetzt können beide mal hochkommen. Genau. Das sind die beiden. So sind sie. GG an euch. Jo, danke. Und GG an Navi. Ja, dir auch, GG, mein Großer. Danke dir. Interessanter Seed, würde ich sagen, oder? Gerade am Anfang? Sehr linear. Ja, der war echt super linear, das stimmt. Das war das Problem bei mir. Zu linear. Ja, das hat man gemerkt. Du wolltest so ein bisschen vom Weg abgehen. Das hat dir mehr oder weniger das Genick gebrochen. Ja, die Lampe etwas zu lang liegen gelassen. Genau, das ist immer mal so. Und dann lässt man in der Ice Rod Cave. Ah, okay. Ja, ja.
einmal liegen gelassen, habe ich mir gedacht, komm, mach mal was anderes, spielst mal ein bisschen ja. Dings. Und genau das hat mir, das war Dings. Es war alles auch in den ersten Darkroom oben rein, beim Onkel und beim alten Mann. Nee. Es hat nicht funktioniert, es war gar nichts. Da war ich schon raus und dann Support ohne Geld und so kleine, überall so Kleinigkeiten, ein bisschen hier, ein bisschen da und ja. Naja. Aber das mit Pott ohne Geld habt ihr fast 1:1 ja. voneinander kopiert. Mir ist auf dem Weg noch aufgefallen. Kurz genau. Bevor ich da war. Beide ungefähr gleich. Wir haben auch gesagt, so uns wäre es genauso passiert. Ja, Navi ist etwas weiter gekommen. Der war bis beim Affe. Ah, okay. Richtig, der hatte schon die 10 ausgegeben. Naja, so weit war ich noch nicht ganz, aber ich war schon auf dem Weg dahin. Ja, aber die Hype Cave hat ja zum Glück dann das gerettet. Ja, genau. Ja, und nach Pott war es dann halt super linear. Eigentlich nur von Dungeon zu Dungeon hätte gereicht. Das schon perfekte Play wäre natürlich gewesen, erst Seastone, dann Skywoods, aber ja. Hat sich ja kaum was getan. Nee, habe mich mal ein bisschen geärgert, dass ich den Skywoods-Dip mache und dann in Seastone der Firewood liegt. Glaube ich, aber ja, auch das habt ihr genau gleich gespielt. Ja gut, hab ich mir fast gedacht. Ich glaube, Navi, du warst zuerst auf dem Berg dann noch nach Pott. Genau, richtig. Das war noch, aber es hat ja auch vom Wow-Kick her nicht wirklich einen Unterschied leider gemacht. Nee, nicht wirklich viel, aber wie gesagt, das war der, wo ich gemerkt habe, der Berg, der hat gar nichts gehabt und da habe ich mir gedacht, okay, das war's. Da habe ich schon fast abgeschlossen gehabt, weil ich meinte, das, nee. Die Mits waren auf dem Berg, oder? Habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Genau. Die haben es wieder rausgerissen, weil irgendwie mussten die Mits oder der Spiegel oben sein, dass wieder was aufgeht, weil im Grunde genommen war ja nichts mehr offen. Ja, genau. Es wurde ja noch ein bisschen spekuliert, der Spiegel vielleicht doch auf Pet oder ein Turtle Rock, aber... Ja, immer was Blaues in Turtle Rock. Da hätte ich euch eigentlich gesehen, aber... Ja, ich wollte auch gerade rein, als ich die Mits gefunden hatte, weil ich ja schon Vision of Outcast größtenteils geklärt hatte. Ja, die hattet ihr auch alles dafür. Genau, aber dann habe ich gesagt, komm, flieg erstmal nach Maya, guck, was du dafür brauchst. Und hat ja dann gepasst, dass der Spiegel da liegt. Genau, alles sonst richtig gemacht. Sonst wäre ich danach nach Turtle Rock gegangen wahrscheinlich. Ja gut, wäre ja dein höchsten Eis wäre noch offen gewesen. Oder halt dann wirklich das Pad, das du Old Dungeon spielst. Ja. Das hätte ich ja noch nicht mal schenken können, weil wir haben ja auch kein Buch gehabt. Ja, stimmt. Aber du weißt, was jetzt noch für Frage kommt. Wie habe ich mich mit der Schaufel gefühlt? Ja, nach 1:24 in Goma zu kommen. Ja, ich musste auch lachen, als ich in der letzten Kiste war, die ich geöffnet habe. Ja, ich habe schon spekuliert, dass sie auf der Validation Chest einfach ist. Da war sie so knapp davor. Ah ja, knapp daneben. Ja. Aber leider den Check nicht mehr gemacht, schade. Aber was natürlich auch immer schön war, Tantalus hat euch, glaube ich, ab Minute 3 auf den Berg gecallt. Genau, Berg ist und ihr seid einfach nie hin. Ja, weil er das gerne macht, das weiß ich. Ja. Aber da war ja auch nichts, oder? Auf dem Berg am Anfang? Nee. Nee. Nee, das wäre irgendwie wieder nach hinten losgegangen, aber das kenne ich ja. Ja, aber den Agar haben wir, glaube ich, beide last located. Also ich habe ja vorher alles gespielt. Ja, habt ihr beide wirklich, ja. Ich meine, Navi, bei dir war es ja sowieso, ich glaube, Icewood Cave war das letzte. So. Moonpearl auf Sora, ja. Stimmt, genau. Aber davor, ja. Ich habe gesagt, okay. Vor Moonpearl mache ich kein Agar. Ich habe gesagt, nur auf den Moonpool gewartet. Ja gut, die hätte auch noch auf der Pyramide sein können, das ist jetzt nicht... Ja, aber die hätte auch überall woanders liegen können und gesagt, Pyramide, okay, aber alles andere hätte ich dann, naja, wäre gut. Ich hatte die Lampe ja auch nicht und daher hätte es fast gepasst. Ja, die hatte ich nur ein bisschen noch von Agar weggehalten, zum Glück. Richtig. Nee, aber sonst nicht, also der Seed war schon sehr gönnerhaft für euch. Am Ende Butterschwert sogar noch, Silvers alles. Ja, ein bisschen herzarm am Anfang, aber hinten raus kam dann alles auf den Weg. Ja, das hat der Chat auch gesagt, es lag wirklich alles auf dem Weg noch. Herzloser Seed. Ich glaube, genau, Half Magic gab es am Ende auch noch. Ja, stimmt, gab's ja. Auch. Okay. Ja, in GT gab es dann noch alles. Ah, okay. Deswegen, also es war halt sehr schwer, da irgendwie hinterherzukommen, wenn du nicht genau das Routing gemacht hast. Hat man dann auch leider bei dir gemerkt, habe ich das so im Endeffekt auch keine Chance mehr, weil Quakerito genau der Spur des Seeds gefolgt ist. Ja, das passiert mir leider in letzter Zeit viel zu oft, dass ich irgendwie vom Weg komme. Aber naja, muss ein bisschen Fehlerdiagnose machen, mal gucken, wo genau das Problem ist und mal sehen. Es gibt auch ein Race 2 und dann
Genau. Kann ich nochmal richtig Gas geben. Mal gucken, genau, was ist ja noch keiner geht. Von euch vielleicht ausgeschieden. Bin ich dann auf dem Weg. Wann spielt ihr wieder? Habt ihr schon einen Termin? Nee, wir setzen uns mal gleich mal, ich denke mal, im Discord mal kurz zusammen und quatschen mal, wann wir das machen. Ich denke mal so Anfang der Woche, wenn es passt und wir gucken mal. Ich habe am Abend noch keinen festen Termin. Ja. Und dir auf jeden Fall viel Glück, dass du zum dritten Spiel kommst, dass die Spannung hochgehalten wird. Genau, das wollen wir sowieso alle sehen. Und umgekehrt, ja, viel Glück, dass du nach dem zweiten Spiel fertig bist. Also, wir wollen schon viel lassen. Ja. Ja, danke dir. Ja, wenn ihr nichts mehr sonst zu sagen habt. Nee, nur nochmal GG an meinen Gegner und danke fürs Aufsetzen des Weestreams. Ja, da schließe ich mich an auf. GG an dir, mein Großer, und ja, danke fürs Aufsetzen, fürs Zuschauen und fürs Kommentieren, für alles, was ihr für uns gemacht habt. Ja, gerne noch. Das würde ich direkt so aufnehmen. Und auch an unseren Weestreamer bedanken. Natürlich an unseren Tracker Trady, der das heute wieder sehr aufmerksam gemacht hat. Und natürlich auch an dich, Tantalus. Vielen Dank heute fürs Kommentieren zusammen. Bitteschön. War lustig. Können wir gerne nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Und ich sehe auch, ich habe jetzt gerade natürlich direkt mal in den Plan geguckt. Es geht hier gleich auch um 20.10 Uhr weiter. Mit Blacky Wave gegen Cube Soldier. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das ihr erstes Spiel... Oh, das ist ein Open. Das heißt, das ist ihr zweites Spiel. Und Abgeschmatzt und Tominator werden kommentieren und Darkness Link wird tracken. Also, kurze Pinkelpause, dann geht's hier direkt weiter. Dann sage ich auch mal danke fürs Kommentieren von dir, Pavel Tofu, fürs Tracken von Trainee. Fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Aufsetzen und an euch beide für das schöne Spiel. Und habt noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und man sieht sich demnächst mal wieder. Macht's gut. Ciao. Genau. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.